Wir laden euch ein am 20. November, Samstag, Großkundgebung in der Wiener Innenstadt. Wir machen jetzt eine kleine Nachbesprechung von der phänomenalen Demo in Wien. Vorne war es voll bis zum Burgtheater. Friede, Freiheit, Demokratie! Die Demo war saugeil. Es gibt kein anderes Wort dafür. Und sensationell, ich meine, Teilnehmerzahl, je nachdem wem man glaubt, zwischen 100.000 und 350.000. Tausende Menschen demonstrieren in der Wiener Innenstadt gegen die Regierung. Hunderte von ihnen sind aus den Bundesländern angereist. Das sind mittlerweile nicht mehr 100.000 Leute, das sind vermutlich schon deutlich über 100.000 Leute. Die Anti-Covid-Maßnahmen-Demo hier in der Wiener Innenstadt ist auch jetzt immer noch im vollen Gange. Begonnen hat das Ganze ja eigentlich bereits um 12 Uhr. Das zieht sich jetzt schon über mehrere Stunden. Inzwischen ist es auch dunkel geworden. Rund 35.000 Menschen sollen tatsächlich an dieser Demonstration teilgenommen haben. Wir gehen natürlich die Zahlen etwas auseinander, je nachdem, wen man fragt. Die Polizei ist mit rund 1.300 Einsatzkräften hier vor Ort. So eine Demonstration hat Wien noch nicht gesehen und ich erinnere mich zurück an Vietnamzeiten, an Anti-Bundesheer-Demos und was es alles gegeben hat, aber das war in dieser Dimension nie der Fall und das lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr einschätzen, wie viele das sind. Also 35.000 sind das nicht mehr, das kann man sagen. 100.000 sind es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Ob das mittlerweile schon 170.000 sind, kann man nicht sagen. Wenn der Mainstream von 30.000 bis 50.000 spricht, dann kann man schon davon ausgehen, dass er sechsstellig war. Davon bin ich überzeugt. Also jedes unter 100.000 glaube ich kein Wort. Und selbst wenn du jetzt mal in Relation setzt, Österreich hat 8,9 Millionen Einwohner. Das nächste Mal an, das sind 90 oder 100.000. Das ist über 1% der Bevölkerung. Rechne das mal auf einen großen Staat hoch. Das ist wirklich eine Hausnummer, wo sich die Politik warm anziehen muss. Wie haben wir das alle letztlich hingekriegt, dass wir wirklich einen richtigen Punktsieg gelandet haben? Wir haben die Notwendigkeit, die Wichtigkeit ausreichend dargestellt, um viele Menschen davon zu überzeugen, jetzt oder nie, denn wenn es einmal um die Zwangsimpfung geht, zur Not mit Gewalt, dann muss maximale Solidarität und Mobilisierung unter allen sein, die für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit auf der Straße stehen. Österreich geht ab Montag bundesweit in einen Lockdown für alle, ganz egal, ob geimpft oder ungeimpft. Ungeimpfte sollen auch nach Ablauf der 20 Tage im Lockdown bleiben. Zudem gibt es ab Februar 2022 eine Impfpflicht, das hat der Bundeskanzler angekündigt. Wir werden medial, juristisch und auf der Straße mit aller Macht dagegen kämpfen, bis zum letzten Tag. Und wenn es notwendig ist, aus dem Grund des Impfzwanges oder seiner Verweigerung ins Gefängnis zu gehen, dann sind wir dazu bereit, dann bin auch ich dazu bereit. Das haben wir rübergebracht, wir haben auch viel Unterstützung gehabt dabei. Wesentlich war auch die internationale Solidarität. Die Menschen haben eines auch verstanden, wenn bei uns der Impfzwang kommt, dann kommt er als nächstes in Deutschland und dann überall anders. Wir haben in Österreich auch eine wahnsinnig gute Ausgangslage. Wir haben auf der einen Seite eine schwer angeschlagene Regierung mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz, der Korruptionsanklage, der Auslieferung, der Aufhebung seiner Immunität. Wir haben alle die Dinge, die sonst schon waren, der Einzug der MFG in den österreichischen Landtag, die Mitteilungen der Polizeigewerkschaften, dass sie für Corona-Planquadrate nicht zur Verfügung stehen. Das sind alles wesentliche Faktoren. Wir haben also eine geschwächte, angeschlagene Regierung und auf der anderen Seite einen starken, schwungvollen, pluralistischen und ja, vielfältigen, bunten Widerstand. Die Ausgangslage ist gut, um es auch wirklich hier schaffen zu können. Wien war bereits zweimal der Ort, wo die Freiheit Europas verteidigt wurde. 1529 und 1683. Ja. Und beide Male ist es in Wien gelungen. Vor den Toren von Wien hat die Freiheit gesiegt über die Tyrannei. Und das ist ein Beispiel, ein Vorbild, das uns inspirieren kann,
auch dieses Mal in Wien, Stopp zu sagen und dem gemeinsam ganz Europa zusammenzustehen, um hier vor den Toren von Wien diesen Wahnsinn zu beenden. Es gab verschiedenste Demos in der Stadt, ich glaube 10, 11 oder so an dem Tag. Und das hat sich dann ein bisschen um den Ring, um den inneren Ring, alles abgespielt. Aber das hat um 13 Uhr schon angefangen, dass die Ersten dann losmarschiert sind. Und dann hat sich da eine eigene Dynamik draus entwickelt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Da gab es jetzt nicht irgendwie einen Akteur, der gesagt hat, so, jetzt laufen alle los, dann machen wir dann einen großen Zug. Und es hat sich da entwickelt mit so ein paar Anläufen. Und dann hattest du mehrere Demonstrationen in einer. Es gab da keine Koordination, nicht einmal Kontakte zwischen den verschiedenen Veranstaltern. Allerdings waren alle so platziert, dass dann die Möglichkeit war. Richtig, das war gut. Weil wenn du nämlich jetzt ein Veranstalter bist, dann hast du einen Schauplatz, wo du ein Programm anbietest. Aber die einzelnen Teilnehmer, die das besuchen, können das ganz oder teilweise konsumieren oder währenddessen beschließen, dass sie eben selbst etwas tun, zum Beispiel losmarschieren. Aber trotzdem zusammen fürs gleiche Ziel, auf der gleichen Route, mit ein bisschen unterschiedlicher Ausgangslage von der Ausrichtung. Das fand ich phänomenal. Das habe ich jetzt so nur nirgends gesehen, dass man wirklich so eine breite, gefächerte Allianz hatte. Das ist, glaube ich, wirklich gerade die Stärke von Österreich. Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Die Allianz ist noch viel breiter. Sie ist nämlich so breit, dass bei uns wirklich viele Geimpfte mitgegangen sind. Und ganz sensationell, wir hatten nicht nur unsere europäischen Nachbarn dabei, sondern auch unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund und sogar Asylwerber, die sagen, nein, wir sind hierher gekommen, um in Freiheit zu leben und nicht, um noch einmal unterdrückt zu werden. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil diese Leute, die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie von totalitären Systemen und von politischer Verfolgung sprechen. Und was ich dann wirklich toll fand, am Ende dann am Heldenplatz, wo dann so ein paar Idioten ein bisschen was Richtung Polizei geworfen haben, wo sie dann aber Demonstranten zwischen die Polizei und diese Idioten, nenne ich es jetzt einfach mal, weil das sind sie, gestellt hat und oder haben. Und dann hattest du einfach, du hattest da unfassbare Bilder. Ja, das, ich war da selber drin und das war einfach so eine Situation, die hast du manchmal auf einer Demo und sagst, jetzt musst du hier irgendwas machen, jetzt musst du irgendwann einen Impact bringen. Und das war beeindruckend, ja. Dass die Leute sich einfach dazwischen gestellt haben und so nach 10, 15 Minuten nehmen die Polizisten dann die Helme ab, weil sie halt davor so im Kampfmodus und im Verteidigungsmodus waren und irgendwie haben die gesehen, wir haben das selber im Griff. Und dann haben die sich zurückgezogen, die Menge hat applaudiert, das fand die phänomenal. Also eine meiner besten Demo-Erfahrungen, die ich bisher hatte, und das sind ja durchaus einige, weil einfach da war eine Eigeninitiative da und da haben sich Leute dazwischen gestellt. Das richtig, ist der richtig, Punkt. Richtig gut. Eigeninitiative, die wirkliche Stärke des österreichischen Widerstands ist, dass wir viel, viel, viel von unten die Kraft haben. Die Menschen, die selbst aktiv sind, friedlich und bestimmt kreativ, die ins Tun gehen, die Sachen auf den Weg bringen. In der Mobilisierung hat das auch eine Wahnsinnsrolle gespielt. Es sind so viele hinausgegangen, haben bei Stationen, öffentliche Verkehrsmittel, einfach mal Leute angesprochen. Hey, hast du schon gehört, fährst du auch nach Wien? Haben kleine Flugzettel, verschiedene, sich selber gemacht, verteilt, jeder wie er wollte. In Österreich ist es so, ihr dürft auch noch demonstrieren. Die Polizei, nochmal hier mein ganz, ganz großes Lob, hat extrem gut agiert, hat sich so verhalten, wie sich eine Polizei in einer Demokratie verhalten sollte, hat die Versammlungen geschützt, hat sich im Hintergrund gehalten, teilweise sogar fast schon zu viel im Hintergrund. Ich hätte mir jetzt über ein paar Polizisten an der Straße jetzt auch nicht beschwert. Aber ganz, ganz anders, als wir das jetzt in Berlin kennen und versammlungsfreundlich, demokratiefreundlich. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass das Ganze viel, viel einfacher wird für die Demonstranten und am Ende auch für die Polizei. In Wien ist die Polizei wenigstens vernünftig. Da gibt es eine super Polizei. Bravo an alle Organisatoren in ganz Österreich. Bravo an jeden Aktivisten, der sich daran mitbeteiligt hat, der das Ganze selbst weitergetragen hat, vergrößert hat. Das Signal vom 20. können Sie nicht mehr wegdiskutieren. Für mich ist das der Wendepunkt im weltweiten Kampf gewesen.
Wir haben bereits Geschichte geschrieben mit diesem ersten Signal. Für mich ist das das Waterloo des Great Reset. Ab hier geht es nur noch bergab. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr auf dem Punkt, wo ich sage, wir können gewinnen, sondern wo ich mit felsenfester Zuversicht sage, wir werden gewinnen. Wir sehen, dass, und deshalb sind die Bilder der Julia wirklich beeindruckend, dass diese Demonstration einfach kein Ende mehr nimmt. Die österreichische Bundesregierung kann dieses Zeichen nicht ignorieren. Und es wird nicht das Letzte bleiben. Das hier ist der Anfang einer breiten, großen Welle, einer Volksbewegung, die der Regierung sagt, es reicht. Alexander. Du wirst nicht an Bildern vorbeikommen, auf Dauer auch im Mainstream, wo Menschen aus verschiedensten Ländern für die gleiche Sache demonstrieren. Das wird am Ende unsere Stärke sein und das wird dazu führen, dass wir dieses kranke, korrupte System auch überwinden werden. Bitte, Freiheit, Demokratie! Wir zusammen für unsere Freiheit. Das ist ein Schlusswort, dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ja.